Es waren wohl die 28 spannendsten Minuten im Leben von Günter Wetzel. So lange dauerte die Ballonflucht zweier Familien aus der DDR nach Bayern. Wir sind hier in etwa gelandet. Das hat damals ein bisschen anders ausgesehen, aber ist aber vergleichbar. Und wussten natürlich nicht, ob wir schon im Westen sind oder nicht. Und da wir während der Fahrt von Scheinwerfern angestrahlt worden sind, sind wir davon ausgegangen, die Grenzsoldaten der DDR haben uns gesehen. Es war die Nacht des 16. September 1979. Der pensionierte Grenzpolizist Otto Oeder erinnert sich. Zwei Kollegen der Neiler Landpolizei, die müssen sich so vorstellen, die fahren Streife. Jetzt hocken die in ein Auto, dann sagt der A zum anderen, hör mal, da oben, da ist ein Licht. Bei uns war ja früher kein Flugzeug, nichts da. Da war ein Flugverbot für den Normalen, nur Polizei und Militär. Und dann sagt der A zum anderen, du, da oben ist ein Licht. Dann sagt der andere, hier, spinnst du ein wenig, ne? Fahr der Morgana oder ne? Na, da oben. Na, da haben sie alle Zwiehen aufgeschaut, immer ab und zu ist Licht gegangen. Nach ihrer nächtlichen Bruchlandung war es den Familien Strelzig und Wetzel nicht klar, wo sie gelandet waren. Dann sind wir wieder weitergegangen und da haben wir da unten einen kleinen Bauernhof gesehen. Wir sind dann zu zweit weiter, Peter Strelzig und ich, und sind bei dem Bauernhof in eine Scheune. Da drin stand Fendt Miststreuer. Und Fendt war relativ klar, das müsste geklappt haben, Fendt ist Westen. Ihr Fluchtballon hatte sowohl die DDR-Grenzwacht als auch die bayerische Grenzpolizei unter und hinter sich gelassen. Beamte der Landespolizei brachten die Flüchtlinge zu Grenzpolizist Otto Oeder. Und die haben mich dann angerufen, früh um 6 Uhr. Die haben das veranlasst, dass ich angerufen werde, weil ja sie das nicht machen sollten und nicht dürfen. Haben ja das auch nicht gemacht, sonst Flüchtlinge über unsere Sache. Nur, dass die halt aus Versehen, weil schon ein Kilometer zu weit geflogen sind, waren sie nicht mehr ins Grenzgebiet bei uns. Die seit vielen Jahren abenteuerlichste Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik ist in der vergangenen Nacht zwei Ehepaaren mit ihren Kindern geglückt. Sie überquerten mit einem selbstgebastelten Heißluftballon unbemerkt die scharf bewachte Grenze. Gestartet waren sie bei Heinersdorf in Thüringen. Der Ballon ging bei Naila im oberfränkischen Landkreis Hof nieder. Es war die Zeit des Kalten Kriegs. Günter Wetzel, leicht verletzt, wurde wie alle anderen Familienmitglieder von Kripo und BND verhört. Im Laufe der nächsten Zeit sind dann Bundesnachrichtendienst, Kriminalpolizei von Hof und Grenzpolizei gekommen und haben natürlich auch noch Informationen benötigt. In der DDR dokumentierten Beamte des Ministeriums für Staatssicherheit alle zurückgelassenen Gerätschaften und verhörten Freunde und Angehörige der Geflohenen, die zuvor in über 100 Orten der DDR 1250 Quadratmeter Stoff für ihren Ballon gekauft hatten. Schlimmer noch, die Stasi jagte die Geflohenen jenseits des Eisernen Vorhangs. Was ich in meiner Stasi-Akte gelesen habe, dass es hier in Naila drei IMs gegeben hat. Das waren drei Westbürger, die von der Stasi quasi gekauft wurden. Einer sogar an der Firma, in der ich gearbeitet habe. Ich weiß nicht, wer die Personen waren, ist mir eigentlich auch egal. Aber das war eine Möglichkeit, uns zu bespitzeln. Dann hat man versucht, mich nach Ungarn zu locken. Vergeblich, doch zumindest psychisch, sollte Wetzel im Westen gebrochen werden. Zielstellung, Gedanken des Alleinseins weiter erhärten und das Heimatgefühl stets aufs Neue zu wecken. Und als ob die Realität des Kalten Kriegs nicht dramatisch genug war, setzte Hollywood in einer Disney-Produktion noch eins drauf. Es ist so, da ist ziemlich viel Fremdes mit eingebaut worden. Am Anfang die Geschichte, wo der an die Grenze ist, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun gehabt. Das Ganze ist gar nicht so spektakulär angegangen, wie es in dem Film dargestellt wird. Aber die brauchen das offenbar für einen Spielfilm. Und in meinem Sinn ist das halt nicht so richtig. Papa! Los! Lauf! Mit dem Disney-Film habe ich so ein bisschen Probleme. Und habe immer noch die Hoffnung, dass der neue Film von Bully Herbig etwas realistischer wird. Keine Ahnung, ich kann es noch nicht sagen. Im Zeitmagazin kündigte dieser an, er wolle einen Thriller über die Ballonflucht zweier DDR-Familien drehen. Für ihn wäre es ein Traum, so Herbig, wenn Leute von ihm einen Thriller akzeptieren würden. Doch ist das, was Günter Wetzel erlebt hat, ein geeigneter Stoff dafür? Der Stoff, aus dem nicht Herbigs Träume, sondern der historische Ballon ist, gehört dem Museum in Naila. Geöffnet sonntags 2 Stunden. Ja, hier sieht man jetzt schön
die verschiedenen Stoffe, die wir verwendet haben. Ich hatte ja 4 verschiedene Stoffarten ausgewählt. Das war einmal Regenschirmseide, erkennt man immer, dieses ganze gemusterte Material ist Regenschirmseide. Dann haben wir dieses glatte Material, das ist ein Zeltnylon. Dann ist ein Taftstoff dabei, das ist hier dieser etwas blassere Stoff. Mhm. Taftstoff ist ja ein reiner Kleiderstoff und ursprünglich gar nicht dafür vorgesehen für so eine Anwendung. Und dann zwischendurch natürlich auch noch Bettinlet. Denn es war nicht so einfach, jede Stoffart in jeder Menge zu bekommen. Und wir mussten dann im Grunde das nehmen, was wir gekriegt haben. Und da war halt Bettinlet das, was wir am meisten kriegen konnten. Wie kommt man auf die Idee einer Ballonflucht? Die Idee kommt von mir ursprünglich, weil ich habe von einer Verwandten eine Zeitschrift aus dem Westen geschenkt bekommen. Die war öfters zu Besuch und hat mir diese Zeitschrift mitgebracht. Und da war ein Bericht drin über das Ballonfahrertreffen, das alljährlich in Albuquerque in New Mexico stattfindet. Und da habe ich die Bilder von den vielen bunten Ballons gesehen. Da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht so schwer sein, so ein Ding zu bauen. Ein Problem, Risiko ist es bestimmt auch nicht. Die sind so leicht und locker dahingeschwebt. Ein wenig Stoffsack, heiße Luft drin, auf geht's. Und die Idee habe ich dann Peter Stalzig vorgestellt. Und dann haben wir uns am 8. März 1978 entschieden, dass wir es gemeinsam versuchen werden, mit dem Ballon in den Westen zu fahren. Erst der 5. Fluchtversuch gelang, festgehalten auch in den Stasi-Akten. Vorsichtig lösen sich Neiler und sein Heimatmuseum für einige Jahre vom Fluchtballon. Ade Treppenhaus, Ade Neiler. Im Regensburger Haus der bayerischen Geschichte wird der bunte Ballon einem großen Publikum von Mut und Fantasie erzählen. Es war schon eine schwerwiegende Entscheidung. Man hat ja davon ausgehen müssen, dass man Familienangehörige, Freunde nie mehr wieder sieht. Und wir haben dann eine Möglichkeit gesehen, dass wir da wegkommen. Und das erschien uns doch recht sicher. Und haben wir gesagt, wir versuchen das. Und wenn man damit erstmal angefangen hat, dann steigert man sich immer mehr rein. Das geht ja dann so weit, dass man viele Sachen sogar viel übertriebener sieht. Man hat dann gemeint, man kann das einfach nicht mehr hinnehmen. Und so hat sich das einfach immer mehr gesteigert. Es hat dann nicht den Auslöser gegeben. Das war einfach nur, dass man eine Möglichkeit gesehen hat, dass man wegkommt. Das war letztendlich der Auslöser. Aber nicht nur funktionstüchtig sollte er sein, der Fluchtballon. Wir haben gesagt, das muss schon ein bisschen schön aussehen. Und ich habe bewusst nie 2 Farben nebeneinander genäht, solange es wirklich war zumindest, so dass er dann so schön bunt geworden ist. Das war gewollt. Also wir haben nicht so verbissen da gesessen und haben da vor uns hin gekämpft. Es war natürlich ein sehr normal weitergelaufenes Leben. Günter Wetzel spielt nicht den Helden. Ihm kommt es auf die Normalität an, mit der entschlossene Bürger Geschichte schreiben. Nicht Hollywood, kein Thriller. Die Nürnberger Textilrestauratorin Magdalena Fehrenkotte wird sich des Ballons annehmen. Alles hat sie schon restauriert. Edle Spitzen, wertvolle Tapisserien, historische Gewänder. Ein Heißluftballon und eine Sporthalle als Werkstatt, das ist auch für sie neu. Auf das künftige Exponat freut sich auch Wolfgang Reinicke vom Haus der Bayerischen Geschichte. Eine riesige Bedeutung, eines unserer Highlight-Exponate. Es ist so eine tolle Geschichte, die da erzählt wird. Die Familien mussten durch die ganze DDR reisen, um diese Stoffbahnen zu holen. Ein Irrsinn, haben das nächtelang zusammengenäht und dann sind sie damit geflohen. Und natürlich ist es ein großes Symbol der Freiheitssehnsucht aus der DDR in die Freiheit nach Bayern. Dafür steht dieser Ballon bei uns im Museum. Zusammen mit einem Trupp vom Bauhof packt auch Wolfgang Reinicke mit an. 1979 waren es gerade mal 4 Erwachsene, die den damals größten Ballon Europas unbemerkt starteten. Magdalena Fehrenkotte arbeitet mit äußerster Vorsicht. Wir haben Ziegenhaarbürsten und Pinsel, die ich auf die Saugschläuche aufsetze. Und dann werden wir uns Stück für Stück vorarbeiten und entsprechend absaugen. Aber rein trockenmechanisch, nicht mit irgendwelchen Chemikalien, nicht mit Wasser oder Sonstiges. Nicht der Zustand des Ballons, dessen Größe ist das Problem. Das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung, dass wir hier diese Fläche an Gewebe haben. Mit der nächtlichen Bruchlandung bekam nicht der Ballon, wohl aber die Freundschaft der beiden Familienrisse. Günter Wetzel blieb in Bayern, er fand seinen Frieden, doch das Erinnern bleibt. Und jetzt kommen schon die Erinnerungen wieder hoch, wie wir ihn damals ausgebreitet haben und vorbereitet haben für den Start. Und ich habe mir 85 noch mal so gesehen und seitdem nicht wieder. Und das ist schon Erinnerung, die wieder richtig wach werden jetzt. Ein Stoff der Geschichten, ein Stoff, der Geschichte erzählt. Die Restaurierungsarbeiten am Fluchtballon sind beendet. Naila Schreiner bauen ihm eine Kiste.
Günter Wetzel ist dabei, denn irgendwie ist es noch immer auch sein Ballon, der von hier aus in einem Schneewittchensarg ins Haus der bayerischen Geschichte gebracht werden wird. Wissenschaftlich erfasst, dokumentiert und vorsichtig gesäubert, ruht in der Vitrine mit dem bunten Ballon jetzt ein Mosaikstein deutscher, bayerischer Geschichte.